Auf der Gamescom war ich bei den Entwicklern von Planet Coaster. Das ist das Rollercoaster-Spiel und Parkmanagement-Spiel, das sich schon seit Anfang des Jahres in der Alpha-Phase befindet. Am Dienstag fängt die dritte Phase der Alpha-Phase an. Das bedeutet, es gibt ziemlich viel neuen Content und ziemlich viele neue Möglichkeiten, die zuvor noch nicht im Spiel waren. Ich erzähle euch in diesem Video ganz kurz, was euch erwartet und warum ihr auf jeden Fall reinschauen solltet. Das Erste, was die Entwickler mir gezeigt haben, sind die neuen Assets. Ihr kennt ja vielleicht aus der ersten Alpha-Phase oder aus meinem letzten Video zu Planet Coaster noch die ganzen Piraten-Assets, wo ihr euch einen Piratenpark zusammenbauen könnt. Jetzt kommt noch die Märchenthematik dazu. Und da gibt es zum Beispiel Drachen und kleine, süße, verspielte, niedliche Waldhäuschen und Hütten. Sieht alles ganz, ganz sweet aus. Und was sie da jetzt auch noch neu dazu gemacht haben, ist eben die Möglichkeit, da auch in den Farben nochmal wesentlich tiefer zu selektieren als zuvor. Ich kann also jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo so einen Drachen nehme, so ein riesengroßes Haus setze, dem Drachen jetzt auch vier unterschiedliche Farben verpassen und so den ganzen Park einfach in tiefschwarz tauchen zum Beispiel. Das ist alles möglich. Dann ein ganz großer Teil der nächsten Alpha-Phase ist auf jeden Fall das Management. Und das ist ja auf jeden Fall eine der großen Sachen, die wir bis jetzt in der Alpha noch nicht gesehen haben und die für so ein Parkmanagement-Spiel natürlich ziemlich, ziemlich wichtig ist. Eine große Rolle dafür spielen vor allen Dingen auch unsere Angestellten. Also das heißt, dass ihr jetzt in der nächsten Alpha da sehr fein auch eben einstellen könnt, sehr viele Details. Wie viel Gehalt kriegt denn jetzt eben der Pommesverkäufer in der Bude? Ist er überhaupt glücklich mit dem, was er macht? Kriegt er vielleicht mal eine Schulung, damit er mehr Leute in einer Stunde bedienen kann? Dann will er aber vielleicht auch wieder mehr Geld. Also da muss man immer ganz gut die Balance zwischen allem halten, um dann zu schauen, lohnt es sich vielleicht eher, dem Kollegen mehr Geld zu geben, damit er mehr Leute bedienen kann, oder lohnt es sich vielleicht doch eher, einen ganz neuen Stand im Park anzulegen. Was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass ihr diese Unglücklichkeit nicht einfach nur im Menü erkennt. Also ihr könnt natürlich die Kollegen immer anklicken und dann auch sehen, sind die glücklich oder sind die nicht glücklich, was denken die gerade. Aber zusätzlich dazu seht ihr das tatsächlich auch an den Figuren, an der Animation selber. Also beispielsweise die Reinigungskraft, die durch den Park läuft. Die ist halt, wenn sie total glücklich ist und gerade angestellt wurde, dann läuft er halt wirklich so richtig glücklich irgendwie durch den Park. Ist total schön anzusehen. Wenn er aber gerade gekündigt wurde oder zu wenig Gehalt kriegt oder sonst irgendwie unglücklich ist, dann läuft er halt auch wirklich so total runtergebückt und gebrochen und man sieht ihm halt auch schon von Weitem an, dass er gerade traurig ist. So kriegt ihr halt einen relativ guten Überblick über euren Park, ohne dann wirklich jede einzelne Person anklicken zu müssen. Was gab es noch Neues? Es gibt Fastpässe, ja, also es gibt nicht mehr die regulären Schlangen, wo sich die Leute anstellen können, sondern ihr könnt euch auch überlegen, wollen wir vielleicht für diese eine geile Achterbahn noch zusätzlich eine Fastpass-Lane schaffen. Auch für die könnt ihr natürlich wieder Geld nehmen und da nochmal zusätzlich was für den Park einnehmen. Also ihr seht schon diese ganzen Möglichkeiten, da eben viel Detail reinzubringen. Wo nehme ich mein Geld ein? Sind die Leute glücklich? Da kann man tatsächlich sehr viel einstellen. Was auch geht, hatten mir die Entwickler gesagt, ist, dass wir jetzt zum Beispiel bei Achterbahnen einstellen können, ob die Achterbahn früher losfahren sollen, auch wenn sie noch nicht voll sind. Sagen wir, die Schlange ist gerade leer und die Achterbahn ist erst halb voll, dann würde sie eben nicht warten, bis die Achterbahn voll ist, sondern sie kann auch schon vorher losfahren und euch so vielleicht mehr Geld machen. Alternativ könnt ihr aber auch sagen, dass die Achterbahn warten soll, bis alle Wägen besetzt sind. Ganz viele kleine Einstellmöglichkeiten, viele, viele Details, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zusätzlich sollen noch einige neue Modi kommen, darunter auch ein Modus, in dem ihr nicht ins Minus gehen könnt. Da kommt es also dann nochmal verstärkt darauf an, wie viel Budget habe ich, kann ich überhaupt neue Fahrtattraktionen bauen oder muss ich vielleicht erstmal warten, bis ich eine bestimmte Nummer Geld eingenommen habe, um dann wieder neue Sachen für den Park zu erschaffen. Was mir allerdings am allerbesten gefallen hat in der Präsentation und also das, was in der nächsten Alpha-Phase jetzt also auch kommen wird, ist, dass ihr jetzt auch eure Gebäude teilen könnt. Das heißt, ihr könnt mit einer Selektionsfunktion ein Gebäude auswählen oder auch bestimmte Details eines Gebäudes auswählen, gegebenenfalls auch noch die Sachen, die daneben stehen, wie irgendwelche Bäume und Banken und Mülleimer, und könnt das dann abspeichern bei euch. Das Ganze wird in Steam Workshop hochgeladen als Blaupause, was ziemlich cool ist, weil ihr könnt das dann natürlich mit euren Freunden teilen, natürlich für euch selber speichern, falls ihr Gebäude öfter verwenden wollt, die ihr mühevoll gebaut habt, aber ihr könnt das halt eben auch mit der ganzen Online-Welt teilen. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass ihr, je mehr Spieler das dann spielen, sobald das Spiel raus ist, übrigens kommt das am 17. November für ungefähr 34 Euro auf Steam raus, dann habt ihr natürlich auch eine riesen Datenbank an Gebäuden, die ihr da auch dann reinbauen könnt, falls ihr selber halt keine Lust habt, so kreativ zu werden. Finde ich ziemlich cool. Und da gibt es auch noch eine ganz schöne Funktion, denn ihr könnt nicht einfach nur da reinklicken und dann irgendwie rumsuchen, sondern ihr könnt auch eure Freunde oder auch Leute, die ihr gefunden habt, die ziemlich coole Sachen bauen, könnt ihr auch abonnieren zusätzlich. Das heißt, ihr bekommt immer mit, wenn dieser eine coole Künstler, der euch halt dieses coole Gebäude gebaut hat,
die nächsten Sachen für seinen Park baut, um die eben auch für euch wieder einzusetzen. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Feature, weil gerade bei Rollercoaster, ich war da eigentlich immer ziemlich dumm und konnte die Sachen nicht gut bauen. Und dann sah mein Park am Ende irgendwie mal scheiße aus, auch wenn ich meine Ziele erreicht habe. Aber so ist es wirklich nochmal einfacher, richtig viel schöne Sachen zu bauen und einen richtig geilen Park zusammenzustellen, auch wenn man selber irgendwie gar keinen Plan davon hat. Ich habe schon gesagt, das Spiel kommt am 17. November raus. Die Alpha startet am Dienstag und am 25. August könnt ihr das Spiel auf Steam vorbestellen und dann kommt es, wie gesagt, im November raus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da mitspielt, weil ich werde auf jeden Fall auch ganz viel spielen und ich möchte, dass ihr das alle spielt, damit ich alle eure Gebäude klauen kann. Bitteschön. So, ja, mehr Videos von der Gamescom gibt es auf giga.de/gamescom und wir sehen uns natürlich wie immer sonst auf giga.de. Macht's gut. Tschüss.